Und jetzt, meine Damen und Herren, haben wir bei Pearl TV für Sie zu Hause ganz besondere Steckdosen, Funksteckdosen. Was Sie können, das werden wir jetzt mal erarbeiten, gell, Kai? Ja, würde ich auch sagen, weil es kann Ihnen passieren, dass Ihnen mit diesen Steckdosen irgendwann ein Licht angeht, aber vielleicht auch ein Licht ausgeht. Die Option gibt es. Ja. Wir machen es jetzt mal wieder an. Was wir hier haben, sind sogenannte, wie es Walter gerade sagte, Funksteckdosen, die jederzeit über die Fernbedienung, die ich hier in der Hand habe, steuerbar sind. Jawohl. Und Sie haben ein Empfangsgerät, Sie haben eine Fernbedienung, Sie haben keine Brille, aber dafür haben Sie drei Steckdosen, meine Damen und Herren. Ganz genau. Und was Sie zum Beispiel damit machen können, Sie können weltweit übers Handy damit fungieren in Ihrem Haus, also auch für Ihre Sicherheit gegen Einbrecher beispielsweise. Ganz genau. Bei meiner Frau Mama war es vor einer Zeit so, dass sie mich ansprach und sagte, pass mal auf, lieber Kai, ich bin ab und zu mal nicht da. Es ist aber bei uns des Öfteren schon eingebrochen worden in der Umgebung und man hat herausgefunden, dass die Einbrecher jeden Tag immer wieder die Zeiten, wann das Licht an- und ausgeht, kontrolliert haben. Intervallschaltung, ne? Kennt ganz man, genau. Ja. Und haben davon irgendwann gesehen, aha, guck mal, da geht jeden Abend um die gleiche Uhrzeit das Licht an und aus, da ist jemand nicht zu Hause. Aha. So, und deswegen haben wir für Sie genau diese Funksteckdosen, dass man eben erstens sagen kann, ich kann die zu Hause per Fernbedienung jeweils auch unterschiedlich schalten, das ist ganz wichtig, an und aus. Und zwar mit drei verschiedenen Möglichkeiten, entweder mit der Timerfunktion ein, zwei oder drei Stunden nachhinein leuchten zu lassen, damit sie dann ausgehen, oder... Und das ist das Geniale. Sie schicken mit Ihrem Handy, wenn Sie dann in alle drei, und das ist völlig easy, Sie besorgen sich heute für 5 € eine Prepaid-Karte. Stecken die in Ihr Gerät rein. Und wenn Sie dann irgendwo im Urlaub sind und sagen, so, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich möchte mal um 17.30 Uhr vom Strand aus wirklich bei mir zu Hause im Wohnzimmer mal das Licht anmachen, eine Stehlampe. Ich möchte vielleicht noch andere Geräte an- und ausschalten. Dann schicken Sie einfach an einen dieser drei Empfänger oder an alle drei eine SMS. Und das funktioniert weltweit? Weltweit. Wenn ich heute ein Handy haben sollte, was einen Quadband-Status hat, das heißt also, dass ich weltweit mit meinem Handy telefonieren kann. Mhm. Ich bin ja mit meinen Empfängern in Deutschland, da ganz normal das GSM-Standardnetz. Dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Quadband-Handy von überall her jederzeit weltweit eine SMS zu schicken. Und das ist es mit einem Zeitversatz von, ich weiß nicht, 5 bis 10 Sekunden ungefähr. Sagen wir mal, wir stellen uns vor, wir sind auf Mallorca und wir haben ein Haus in Neuss. Ja. Kann man das machen? Ganz genau so ist es. Und das ist das Tolle an der Sache, weil ich hier eben sehr flexibel bin, was meine Ein- und Ausschaltzeiten betrifft. Weil, das ist das, was ich gerade eben von meiner Frau Mama sagte, da gibt es wirklich Leute, die eben dann über Wochen nachkontrollieren, wann geht das Licht an und aus. Und das ist ja auffällig, du kennst es ja selber, ja, wenn um 18 Uhr beim Nachbarn ständig das Licht angeht und um 18:20 Uhr geht es wieder aus. Und das geht über 6, 8 Tage so. Dann können Sie davon ausgehen, das sind normale programmierte Zeitschaltuhren, die eben diese Dinge, wie wir sie hier haben, nicht können. Die praktischsten Steckdosen der Welt, meine Damen und Herren. Einfach nur anrufen und ausschalten, einschalten, wie Sie es gerne möchten. Und ich sage Ihnen mal so ein paar Stichworte. Vielleicht haben Sie da noch nicht dran gedacht. Ob das nun die Heizung ist, die man zu Hause anstellen kann damit. Ob das nun die Lichter im Haus sind, wie Kai schon sagte. Oder ob das das Bügeleisen ist, was man ausschaltet, weil man es vielleicht vergessen hat und ist schon 200 Kilometer unterwegs. Wie oft ist mir das so gegangen, dass meine... Haben wir das Bügeleisen ausgemacht? Ach du liebes bisschen. Und ich habe noch ein altes. Das ist nicht automatisch, schaltet sich das nicht aus. Und das sind so Sachen, die passieren können. Oder aber Gartenlichter oder Gartenbewässerung beispielsweise. Zufahrten anmachen oder Auffahrten zur Garage. Ja. Toll ist zum Beispiel auch, wenn es jetzt, Sie kriegen, gerade was die Außenbeleuchtung betrifft, Sie kriegen jetzt abends Besuch. Es ist eisekalt. Was im Winter meistens so ist. Ja. Und Sie sagen sich dann, naja, also jetzt noch kurz raus, die ganzen Lichter anmachen, habe ich keine Lust. Dann haben Sie zum Beispiel hier wirklich auch mit der Fernbedienung zu Hause, jetzt mache ich das nochmal an, besser gesagt, die brennen ja schon. Ja. Dann können Sie zum Beispiel sagen, das wollen wir auch mal zeigen, Sie können sogar alle drei unterschiedlich ein- und ausschalten. Wir haben jetzt hier drei Leuchten im Studio verteilt, die alle hinter mir stehen. Okay. Und jetzt sage ich Ihnen zum ersten Mal, ich mache jetzt mal die Nummer A aus, die steht da links. Und dann mache ich jetzt ganz einfach mal... Ist das die im Regal? Das ist die im Regal. Ja, und okay. Die mache ich jetzt mit meiner Fernbedienung. Das klickt dann auch ganz leicht. Ja. So, zack. Mache ich die aus. Ja. Aber beide anderen brennen aber noch. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich mache die, die hinter mir unterm Fernseher steht, die mache ich aus. Mhm. Zack. Dann ist die auch aus. Oder ich mache jetzt die, die hier vorne steht, meine Nummer C, mache ich auch aus. Toll. Möchte aber dann vielleicht jetzt sagen, dass ich die Außenbeleuchtung jetzt anmache, stehe im Wohnzimmer und sage einfach, okay, zack. Meine komplette Außenbeleuchtung ist wieder an. Super geniale Geschichte. Mhm. Ich kann zu Hause bleiben, was ich übrigens auch gut finde, bei älteren Menschen. Wenn die jetzt zum Beispiel ihr Leselicht abends haben,
haben zum Beispiel noch einen Standlicht im Flur stehen und dann im Schlafzimmer noch eins. Also wenn ich jetzt mal wirklich sage für ältere Leute, wenn die Kinder sagen, naja, alleine zu Hause wird langsam ein bisschen schwierig. Eine ganz tolle Sache, weil ich mit der Fernbedienung in der Hand jeden Raum, aus dem ich rausgehe, ausschalten kann, ohne mich nochmal bücken zu müssen, ohne nach dem Kabel suchen zu müssen. Ja. Also machen wir es doch einfach mal so. Ich befinde mich sozusagen noch im Wohnzimmer, das ist das Regal. Ich bin jetzt schon ein etwas älterer Mensch, der ist langsam muss ich auch ein bisschen schwieriger hat zu gehen und sage, ich bin aus dem Wohnzimmer raus, dann mache ich das Wohnzimmer aus. Ja. Dann komme ich in den Gang, der steht hier, und sage dann, wenn ich ab ins Schlafzimmer gehe, ich mache im Vorbeigehen den Gang auch aus. Und dann bin ich irgendwann im Schlafzimmer und das ist hinter mir und am Fernseher und sage dann, okay, jetzt liege ich, zack. Toll. Und da ist dann das Tolle, das muss noch nicht mal eine Nachttischlampe sein, sondern es kann ja auch eine stationäre, etwas größere Lampe sein. Wenn ich nachts zum Beispiel mal raus muss, überhaupt kein Thema, ich habe meine Fernbedienung auf dem Nachtkästchen und sage dann einfach, okay, Schlafzimmer an. So einfach geht das. Toll. Also, meine Damen und Herren, das sind wirklich die besten Steckdosen der Welt. Gehören in ganz normale Steckdosen zu Hause bei Ihnen, inklusive 3 Funksteckdosen. Und, meine Damen und Herren, komfortabler geht's nicht. Strom- und Fernsteuerung in einem. Bedienen Sie Ihre Steckdose künftig nicht nur bequem vom Sofa aus, sondern von jedem Ort der Welt, wo Sie auch immer sind. Denn dieses Funksteckdosensystem hört sogar auf Ihr Telefon. So schalten Sie also Ihre Geräte zu Hause so einfach wie noch nie an oder aus. Ein Anruf genügt, natürlich auch per Handy. Ganz genau. Das ist eben das Tolle. Ich schicke eine SMS und habe von weltweit, Sie brauchen natürlich ein Quadband-Handy, das ist klar, damit Sie weltweit den GSM-Standard kriegen, ob das jetzt 1800 MHz sind oder 900, je nachdem. Aber ich kann wirklich sagen, wenn ich im Urlaub sitze, mir den Spaß zu machen, einfach abends an- und auszuschalten, wie ich will. Sie können ja auch einfach mal ganz kurz 2 SMS in einem Abstand von einer halben Stunde hintereinander schicken, je nachdem, wo Sie dann die passen, die Leuchten im Haus verteilt haben. Das heißt also Timer gesteuert, ne? Ganz genau. Und das Tolle ist, dass eben wir hier einen Timer drin haben und den kann ich eben, jetzt machen wir es mal hier, nehmen wir mal einen von denen. Okay, nehmen wir einen weg, ja. Wir haben hier die Möglichkeit, den Timer, der dann nachher ausschaltet, in 3 Varianten zu schalten. Hier 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde oder den Timer komplett aus, so wie Sie es brauchen. Das bedeutet also, wenn Sie den auf 1 Stunde stehen haben oder 2 oder 3, geht der auch automatisch dann wieder aus. Das heißt, Sie brauchen keine SMS hinterher zu schicken. Hier oben an Ausschalter und hier unsere Learn-Funktion, damit er eben dann weiß, wenn die SMS kommt, wann es für an, wann es für aus ist. Das ist natürlich auch ideal für Ferien oder für Zweitwohnungen. Genial. Bei Abschreckung vor Einbrechern beispielsweise. Und meine Damen und Herren, das kostet ja nicht die Welt und das sollte es wert sein. Wenn nämlich wirklich mal eingebrochen wird, dann haben Sie kaputte Türen unter Umständen. Es ist geraubt worden für zigtausend Euro und hier zahlen Sie keine 170 Euro. Normalerweise um die 200, aber hier jetzt lassen wir echt was runter, denn Sie zahlen nur 169,90. Die Artikelnummer ist die NC 5559569. Ich wiederhole, NC 5559569. Funksteckdosen mit Steuerung per Handy und Fernbedienung im Dreierset per Anruf ein- oder ausschalten. Die praktischsten Steckdosen der Welt. Und ich sag's Ihnen nochmal, ob das nun die Gartenbewässerung ist, die Lichter im Haus oder die Lichter am Haus oder ob das das Bügeleisen ist, was Sie unter Umständen vergessen haben auszuschalten, die Heizung anmachen, vorwärmen und insgesamt auch noch Strom sparen. Das ist ja das Tolle dabei. Ganz genau, eben bewusst das Ein- und Ausschalten können, nicht wann ich will. Beispiel auch, Sie haben Schrebergärtenhäuschen und die meisten haben heute einen Stromanschluss. Wenn ich jetzt in den Herbst reinfahren habe, draußen noch ein bisschen was zu machen, möchte mich nachher aufwärmen, ist es dann normalerweise immer das Problem, ich komme an und das Schrebergärtchen ist kalt. Wenn Sie jetzt aber da zum Beispiel einen Heizlüfter reinstellen mit dieser programmierbaren Fernbedienung, dann wärmt der schon mal vor. Dann wärmt der schon mal vor, weil ich sage, Mensch, pass mal auf, ich schicke um 16.30 Uhr eine SMS ins Schrebergärtchen sozusagen. Und wenn ich um 17.20 Uhr komme, ist es da drin schon kuschelig warm. Oder ich arbeite zum Beispiel in der Scheune, weiß, ich habe noch was zu machen, habe da was zum Fernbedienen. All diese Möglichkeiten sind machbar. Jedes Set ist übrigens pro Steckdose bis 3600 Watt belastbar. Ist gut. Bedeutet also Heizstrahler, all diese Dinge kann ich anschließen, überhaupt kein Problem. Und wenn Sie sagen, ja, möchte ich ein bisschen mehr davon, können Sie natürlich 2 Sets nehmen, auch kein Problem. Aber ich finde es toll, dass ich mit 3 Sets wirklich jeden Bereich heute komplett absichern kann. Ja. Oder ich denke auch an die Leute, die zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, aber da gibt es auch ein paar Leute, die zum Beispiel so ein Heizlüfterchen fürs Auto haben, weil sie keine Standheizung haben im Winter und in einer großen öffentlichen Tiefgarage stehen, wo es auch eisekalt ist. Viele haben da unten auch einen Stromanschluss, können sie zum Beispiel auch sagen, packe ich mir einen kleinen Heizlüfter ins Auto. Genau. Wenn die unten ins Auto kommen, ist es schon warm, mache ich alles von der Fernbedienung beim Kaffee morgens aus der Wohnung raus. Wunderbar. Also anrufen unter 0180 51 51 dreimal die 2. Mach mal alles aus jetzt, alles aus, damit wir Strom sparen. Okay, so geht das auch. Sehen Sie?